Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam die MAC Mystery Box bei mir an und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gab oder gibt zwei verschiedene. Einmal die Face Focus Mystery Bag, die 49 Euro gekostet hat und einen Warenwert von, ich glaube, 89 haben soll. Und hier haben wir dann die Eye Focus oder sowas und die hat 39 gekostet und soll einen Warenwert von, ich glaube, 69 haben oder so. Ich habe auch noch 20% drauf sparen können. Das ist irgendwie, ich habe bei meinem Google-Gedönsen irgendwie eingestellt, dass er mir automatisch irgendwelche Gutscheincodes auch nennt. 20% konnte ich drauf sparen, was ich sehr, sehr cool fand, weil das halt auch darauf funktioniert, ne? Und dann hatte ich noch irgendwie einen Code gehabt, sodass ich dann diese Jute-Tasche auch noch dazu bekommen habe. Auch richtig cool. Gab es wohl auch irgendwie zur Richtung Pride Month. Dann gab es auch noch ein Goodie, was man sich aussuchen konnte. Habe ich mir das MacFix Plus Setting Spray. Ganze 2,5 Milliliter sind hier drin, aber ideal zum Verreisen. Genau, sieht aus wie so eine kleine Mini-Parfumprobe, finde ich ganz süß. So, jetzt möchte ich aber mit euch zusammen in die Bags reinschauen. Da habe ich jetzt einmal die erste, die ist schwerer, das dürfte dann die Skin Focus sein. Es waren auch, glaube ich, bei jeder Box dann auf dem Vorschaubild jeweils ein Produkt als Safe abgebildet. Also hier war das irgendwas mit Fix Plassen und bei dem anderen war das eine Mascara. Dann greife ich hier mal rein und nehme das Größte raus. Und genau, das ist eine kleine Kollektion von MAC Fix Plus. Wie süß ist das bitte? Da haben wir einmal das Rose, das Coconut und ich glaube dann das Klassische drin enthalten. Fix Plus Mini Trio. Das sind 30 Milliliter jeweils, oder? Insgesamt, nee, jeweils 30 Milliliter, also 90 Milliliter haben wir hier drin. Keine Ahnung, was sowas normalerweise kostet. Ich weiß halt nur, dass das reguläre Fix Plus nicht günstig ist. Und du kannst es halt richtig süß als Geschenk verschenken, weil da steht to und from. Das ist natürlich knuffig, ne? Sowas mag ich. Ja gut, wahrscheinlich ist das nicht so gut verkauft worden. Und deswegen haben sie es dann hier reingegeben. Ich frage mich das sowieso immer bei solchen Mystery Bags. Zum einen ist es natürlich so, dass sie darauf hoffen, dass irgendwelche YouTuber sich denken, hey cool, ich kann Schnapper machen und das vorstellen. Wir machen ja kostenlos Werbung dadurch für die Firmen und vielleicht auch so ein bisschen zur Neukundengewinnung. Wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Ja. Oder halt irgendwelche Produkte, die aus dem Sortiment gehen. Und hier, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal aufgebraucht in Originalgröße. Ist einmal das in Rose mit 30 Milliliter. Und wie gesagt, dann habe ich noch das Coconut und das Original. Raschel, raschel. Das kommt aber in meine Backups. Das mache ich jetzt nicht direkt auf. Aber auf jeden Fall ein cooles Produkt, finde ich persönlich. Ne? Also, dass du da einfach mal 90 Milliliter von drin hast. Aber ich finde, auch für den Preis sollten wir hier auch richtig gute Produkte drin finden dürfen. Jetzt ist nicht mehr so viel hier drin enthalten. Tatsächlich nur noch zwei Produkte, okay. Einmal habe ich hier einen Blush, Extra Dimension Blush ist das. Eine sehr dunkle Farbe. For sure, okay. Ist ein Wortspiel. Und das ist nur Originalgröße, was schön ist, muss ich sagen, ne? Aber das ist halt sehr dunkel und sehr schimmernd. Also schimmernd finde ich jetzt nicht schlimm, aber das Dunkle finde ich schon hart, ne? Bevor ich den jetzt swatche, werde ich da definitiv mir noch Swatch-Bilder zu angucken. Ja, weil wenn ich den nicht behalte, wäre es halt blöd, ne? Dann habe ich da einmal reingepackt und das ist dann schade. Aber der erscheint mir schon sehr, sehr dunkel. Okay, es waren auf jeden Fall super viele Produkte auf dem Bild abgebildet. Ich habe euch das hier mal eingeblendet. Und deswegen war ich eigentlich davon ausgegangen, dass diese Box auch eigentlich recht viele Produkte enthält. Wobei für 89 Euro kriegst du dann auch nicht so super viele Produkte. Okay, verstehe ich. Teddy 2.0 931 hat hier dieser Lipstick. Das finde ich schön. Ich mag den Velvet Teddy zum Beispiel. Und das ist, wie gesagt, der Teddy 2.0. Wahrscheinlich ist es dann einfach eine etwas rosenmäßigere Farbe. Oh, der ist auf jeden Fall in matt, weil diese Soft-Matt-Verpackung am Start ist. Ich mag den Duft einfach, ne? Das riecht immer so leicht vanillig von den Lippenstiften. Und ich mag auch gerne die matten Texturen von MAC. Passt auf jeden Fall zum Blush von der Farbe her. Aber da muss ich halt auch nochmal überlegen, ne? Ja, weil ich habe den ein oder anderen MAC Lippi da. Ich muss einfach schauen. Drei Produkte. Ich hatte mit mehr gerechnet, muss aber trotzdem sagen, das ist auf jeden Fall schon das wert, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe ja nicht mal 40 Euro dann ja mit Rabatt für die Box, für die Bag bezahlt. Das ist okay, ne? Trotzdem
waren irgendwie mehr Produkte abgebildet. Mal gucken, was die iBag oder iFocus Bag dann zu bieten hat. Ciao. Einiges. Nein, auch wieder nur 3 Produkte. Okay. Mhm. Wir starten mit dem, was halt angekündigt war. Die Magic Extension 5mm Fiber Mascara. Oh, das sind, oh, sowas mag ich ja, ne? Wenn da so Partikel mit drin sind. Das mag nicht jeder. Ich glaube, Kontaktlinsenträger finden das auch nicht so cool, aber die war halt abgebildet. Das war auf jeden Fall das Spoiler-Produkt. Und die sieht richtig cool aus. Die mag ich gerne leiden. Ne? Das ist schon fancy. Mal gucken, wie das Bürstchen aussieht. Oha, so ein kegelförmiges Kunstfaserbürstchen. Und ich sehe von hier die Fasern und ich habe meine Brille nicht auf. Das ist krass, ne? Sehr, 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 sehr vielversprechend. Also sowas ist wirklich meine Welt. Bin ich ehrlich, das ist schon cool. Jetzt muss die halt nur noch auf den Augen ordentlich performen und dann bin ich zufrieden. Da hat sich auf jeden Fall die Bag schon direkt einfach mal gelohnt, ne? Dann habe ich hier noch ein weiteres Produkt drin. Das ist ein Monolidschatten. Der wird in den Monolidschatten Adventskalender gehen, den ich natürlich auch dieses Jahr wieder packen werde und verlosen werde. In der Farbe Luna. Eine richtig, richtig, richtig schöne Farbe, die ich aber halt, ich bin halt nicht so der Ultra-Mono-Fan, muss ich gestehen. Ab und an verwende ich Mono-Lidschatten, aber eher weniger, muss ich gestehen, ja. Und das ist schon eine krasse Farbe. Die in Kombination mit einem Highlighter und einem Bronzer ergeben auf jeden Fall einen schönen Augenlook. Definitiv. Das ist eine extrem schöne, dunkelblau schimmernde Farbe, die auch so ein Einschlag ins Violette mit dabei hat. Das ist schon eine coole Geschichte. Aber wie gesagt, kommt in meinen Monolidschatten-Adventskalender. Da kann sich dann zur Adventskalenderzeit jemand drüber freuen, wenn ich den verlose. Und dann habe ich hier das letzte drin. Eyebrows Styler. Das ist super mutig, Leute. Ja, Hickory. Hickory habe ich natürlich nicht als Augenbrauenfarbe. Das ist sehr, sehr dunkel, ne? Ah, so ein MAC-Augenbrauenstift wäre schon geil gewesen. Aber du konntest dir natürlich die Farbe nicht aussuchen. So ein Blond wäre irgendwie nicer gewesen. Weil ich glaube, ja, Spoolie mit dabei, ne? Nee, dunkelbraun wird mir nicht passen. Das ist schade. Oh ja, man kann ihn auch wieder zurückdrehen. Der ist retractable, so herausdrehbar. Ja, schaut auf jeden Fall in der Infobox mal gerne vorbei. Da habe ich euch die Boxen auch verlinkt. Die müssten auch noch verfügbar sein. Stand bestimmt auch irgendwo, dass es 3 Produkte pro Box sind. Ich habe es nur einfach mal wieder überlesen. Ja, sind schon coole Produkte drin. Keine Frage. Auf jeden Fall. Ne? Ich finde es halt einfach nur schwierig, wenn man da Produkte mit reinpackt, wo das halt einfach abhängig von Haarfarbe oder Hautfarbe ist. Also den Augenbrauenstift und den Blush finde ich wirklich, wirklich schwierig. Ansonsten finde ich die Produkte super und 1A eben für solche Boxen gewählt. Ne? Ja. Habt ihr die Boxen auch bestellt? Was hattet ihr so drin? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich nämlich echt interessieren, ob andere auch andere Farben drin hatten oder ob die halt wirklich alle Boxen gleich gepackt haben. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, ne? Gebt mir Input, Leute. Ich bin sehr neugierig. Ich würde mir tatsächlich nochmal so eine Box kaufen, einfach aus Neugierde-Aspekten. Ja, aber das hat mich jetzt nicht so ultimativ vom Hocker gehauen. Da hätte ich lieber das Geld genommen und dann im Sale eben genau die Produkte gekauft, worauf ich Bock gehabt hätte, weil die haben jetzt ja auch super viele Lidschattenpaletten, super viele Base-Produkte auch reduziert gehabt oder haben das auch immer mal wieder bei Douglas zum Beispiel. Dann hätte ich mir die Mascara gekauft, vielleicht auch noch ein Backup von meinem Fixing Spray. Der Lippi hätte nicht unbedingt sein müssen, ne? Aber das wären so die Sachen und natürlich ein Augenbrauenstift in meiner Farbe. Aber na, das ist es jetzt gewesen. Ich hoffe, das war ein informatives Video für euch und dass ihr vielleicht auch einfach jetzt wisst, was in den Mystery Bags so drin sein könnten. Und falls ihr möchtet, wie gesagt, super gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr in eurer Bag hattet, weil das ist immer so dieser Community-Gedanke, dass ich einfach das ganz cool finde, wenn man einfach das Wissen teilt. So! Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!